Die Tangentialebene, hier bezeichnet mit E Tang, ist jetzt die Ebene, die die beiden Tangenten T1 und T2, die wir uns gerade überlegt haben, enthält. Wir wollen jetzt die Gleichung von dieser Tangentialebene angeben. Unser Ziel ist es dabei, so wie wir für die Funktion f, also hier z gleich f von xy, eine Funktionsgleichung haben, so wollen wir zum Schluss auch eine Funktionsgleichung tf für diese Tangentialebene stehen haben. Also fangen wir mal an, uns diese Gleichung herzuleiten. Ich habe hier oben nochmal zusammengefasst die Ergebnisse aus unseren Überlegungen zu den beiden Tangenten T1 und T2, jeweils in der Parameterform mit dem Ortsvektor oder dem Stützvektor P, x0, y, z0, wobei z0 eben der Funktionswert von f für x0, y0 ist und dann die beiden Richtungsvektoren u1 und u2, wobei diese Werte mit den Steigungen hier jeweils die partiellen Ableitungen in x- und y-Richtung ausgewertet an x0 und y0 sind. Wie können wir jetzt die Ebenengleichung angeben? Wenn Sie hier nochmal schauen, die Ebene E-Tang enthält T1 und T2 und die einfachste Art, wie wir Ebenen angeben können, das erinnern Sie sich, ist mit Hilfe dieses normalen Vektors n. Also beschaffen wir uns zunächst mal den normalen Vektor. N bestimmen wir dann, wie wir das gewohnt sind, aus dem Kreuzprodukt der beiden Richtungsvektoren. Ich kann die hier auch nochmal einzeichnen. Wir haben hier den Stützvektor P und dann einen Richtungsvektor U1 und einen Richtungsvektor U2. Dann ist N der Vektor, der orthogonal auf den beiden Richtungsvektoren steht, also das Kreuzprodukt aus U1 und U2 soll heißen 1, 0, S1, das Kreuzprodukt mit 0, 1, S2. Rechnen wir das Kreuzprodukt mal aus in der Nebenrechnung, das altbekannte Schema, erste und letzte Zeile streichen, dann hier mit den Kreuzen verbinden, runterwärts zählt positiv, hochwärts negativ, also haben wir hier stehen minus S1, minus S2 und die 1 als normalen Vektor. Damit der erste Schritt zur Ebenengleichung. Dann kommen wir zu der Tangentialebene. Sie erinnern sich die normalen Form x minus p skalar multipliziert mit n soll 0 ergeben. Die Klammer war zu viel. Das schreiben wir jetzt einmal auf in Gänze x, y, z als Ortsvektor x minus unser Ebenenpunkt x0, y0, z0 und das Ganze skalar multipliziert mit dem normalen Vektor soll 0 ergeben. Das können wir nochmal umschreiben. Dann haben wir da stehen minus S1 mal x minus x0 minus S2 mal y minus y0
plus z minus z0 soll 0 ergeben. Wir könnten das jetzt nochmal umformen, so dass wir das in der üblichen Schreibweise für die Koordinatenform da stehen haben. Das interessiert uns aber im Moment gar nicht. Uns geht es ja darum, dass wir gleich die Funktionsgleichung TF da stehen haben. Wie kriegen wir das hin? Na, hier steht ja letztlich Z gleich TF von XY. Also formen wir diese Gleichung hier einmal so um, dass Z auf der linken Seite steht. Dann steht der Rest auf der anderen Seite eben mit einem umgedrehten Vorzeichen. S1 mal X minus X0 plus S2 mal Y minus Y0 plus Z0. Das ist Z. Und so wie wir gerade gesehen haben, ist dann das, was hier rechts vom Gleichheitszeichen steht, die Funktionsgleichung der Funktion der Tangentialebene. Wenn wir das angeben, setzen wir gleich noch die entsprechenden Werte für S1, S2 und Z0 ein, drehen das nochmal um, dann steht hier F von X0, Y0, na, das ist der Beitrag. Z0, dann setzen wir ein die partielle Ableitung in X-Richtung mal X minus X0. Das ist dieser Teil und dann plus Fy. Und da haben wir diesen Teil mit der Steigung S2. Hier die Gleichung der Tangentenfunktion. Schauen wir uns das nochmal an, wie das zusammenpasst mit unserer Grafik hier drüben. Wir haben Steigung hier rot und blau markiert in die beiden Koordinatenrichtungen. Und wenn wir gucken und hier nochmal das Steigungsdreieck einzeichnen, dann haben wir ja an der Stelle genau stehen die partiellen Ableitungen an der Stelle x0 und y0. Ne? Also so passt das wunderbar zusammen. Zur Gleichung der Tangentialebene jetzt noch ein Rechenbeispiel. Gesucht sind Tangentialebenen für diese gegebene Funktion f von x, y gleich Sinus x mal Cosinus y in zwei Punkten x1 und x2. Sie erinnern sich vielleicht, Sinus x mal Cosinus y, das ist diese Art Eierkartonfunktion. Was brauchen wir für die Tangentialebene? Natürlich zunächst mal die partiellen Ableitungen. Rechnen Sie die bitte mal auf dem Papier eben selber aus und dann schauen Sie, ob Sie das gleiche rausbekommen wie ich jetzt. Haben Sie gemacht, ne? Pause gedrückt, jetzt geht's weiter. Partielle Ableitung in x-Richtung. Wir leiten das, was von x abhängt, ab und alles, was von y abhängt, wird wie eine Konstante behandelt. Also steht hier Cosinus x mal Cosinus y für die partielle Ableitung in x-Richtung und für die partielle Ableitung in y-Richtung erhalten wir minus Sinus x mal Sinus y. Jetzt die Tangentenfunktion
für die Stelle x1. Wir brauchen den Funktionswert. Das ist dann Sinus 3 halbe Pi mal Cosinus Pi. Der Einheitskreis hatten wir schon lange nicht mehr. Also Sinus 3 halbe Pi minus 1 Cosinus Pi. Auch minus 1, also erhalten wir 1. Fx an dieser Stelle, das ist dann Cosinus 3 halbe Pi mal Cosinus Pi, da kommt 0 raus. Fy an der Stelle, das ist dann Sinus 3 halbe Pi, minus nicht vergessen, wobei es eigentlich keine Rolle spielt, mal Sinus Pi. Und da sind wir auch bei dem Wert 0. Das heißt, wir bekommen raus, Tf von xy ist gleich 1 für den Funktionswert. Die beiden Steigungen sind 0, also ist die Tangentenfunktion konstant 1. Schauen wir uns das mal an, wie das hier in dem Graphen aussieht. Einmal z gleich f von xy und das hier z gleich tf von xy. Wir sehen, die Tangentenfunktion oder der Graph der Tangentenfunktion, so muss man sagen, die Tangentialebene verläuft parallel zur xy-Ebene und gleichzeitig hat die Funktion an dieser Stelle x1 ein lokales Maximum. Das ist ein Zusammenhang, dem werden wir gleich nochmal begegnen, wenn es darum geht, lokale Extrema von solchen Funktionen zu bestimmen. Dann für die Stelle x2, ich gebe einfach das Endergebnis an, der Rechenweg ist ziemlich geradeaus, da braucht man einfach einen Taschenrechner, tf von xy ist 0, ungefähr, ich gebe hier nur ein paar Nachkommastellen an, 0,66 plus 0,29x minus 0,36y. Das habe ich auch nochmal geplottet. Hier die Tangentialebene an der Stelle x2 und wir sehen, die hat in beide Richtungen x und y eine Steigung ungleich 0. Und wir haben natürlich an der Stelle auch kein lokales Extremum. Also hier ein Beispiel für die Tangentialebene. Ja.